Tja, Leute. So schnell kann es gehen, da sind wir wieder bei New Super Mario Bros. U. Im letzten Part haben wir ja schon den Anfang dieser Sandkuchenwüste gesehen und ich würde sagen, wir machen jetzt chronologisch weiter. Moment, da ist Level 3. Jo. Dann machen wir als erstes hier Party in der Pocky-Höhle. Ja, das kann ja was werden. Und falls ich es nicht gesagt habe, nochmal herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. So, du wirst aufgefuttert. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen overpowered hier mit dem pinken Yoshi, ne? Aber nur so ein bisschen, weil der frisst ja... Kann man hier runter? Nee, kann man nicht. Hä? Wozu ist dann die Röhre? Keine Ahnung. Na komm, friss mal auf. Oder auch nicht. Okay, lass es einfach. Ist okay, auch. Ich bin am überlegen. Nee, ich behalte lieber mal Den Streifenhörnchen? Nee. Flughörnchen, genau. Flughörnchenanzug. Ich glaube, der ist praktischer. Ich will doch keine Blume. Also Items gibt es in diesem Spiel echt zu häufig. So, das war jetzt ein bisschen viel Gemampfe. Was passiert? Wie kommt die Pocky an die Decke? Das habe ich noch nie... Was? Yoshi! Das habe ich noch... Ach, da oben ist ein... Ah, okay. Moment, das schaffen wir ganz schnell. Ach, die bewegt sich auch noch. Es ist ja alles schön und gut hier mit dem pinken Yoshi, aber ein bisschen, weiß nicht. Es macht das Spiel tausendmal einfacher, oder? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel zu einfach ist und dann sterbe ich 50.000 Mal oder so. Aber ich meine im Allgemeinen irgendwie. Aber das Spiel soll ja auch für neuere Spieler sein. Das soll ja nicht so für die Profis sein. Hier in die Röhre kann man auch nicht, das irritiert mich. Bin ich ehrlich. Kann man hier hoch? Jo. Hier hoch. Hier runter, meine ich. Ah ja. Na toll. Ich sehe auch so viel gerade. Kann man die Fledermäuse... Ja, die kann man auch aufessen. Also sind die kein Problem. Om nom nom. Om nom nom. So, ihr auch? Lecker, lecker. Das ist unglaublich. Der futtert hier alles weg. Oh, der wächst nicht. Er wächst. Sekunde mal, da geht's hoch. Das habe ich gerade gesehen. Da geht's irgendwo hoch. Jo, hier. Wenn man hier jetzt lang geht, was ist da dann? Nix. Okay, dann frisst die Pocky auf. Wo ist Yoshi jetzt? Wo ist Yoshi? Das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich will den wieder haben. Da ist er. Der kam uns entgegengerannt. Wie süß. Aber hier muss doch irgendwie eine Sternmünze oder so sein, oder? Da oben ist eine Röhre. Wie komme ich denn da hoch? Erstmal den Pocky hier fressen. Na, komm mal her. Omnom, 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 nom. Okay. Aber da kommen wir gar nicht hoch. Und... Aha. Okay. Eine grüne Röhre. Nach oben gehen. Da sind Münzen im Sand, die sieht man schön. Aber hier muss doch irgendwo eine Sternmünze sein. Wieso komme ich jetzt nicht mehr aus dem Treibsand raus? Doch, komme ich. Ja, zur Not hätte ich ja auch mit dem Yoshi fliegen können. Ich muss mir das irgendwie angewöhnen, dass ich mit dem Yoshi auch fliegen kann. Das ist, ich vergesse das irgendwie immer. Oh nein, oh nein. So. Om nom nom. Ey, wollt mir doch nicht erzählen, dass hier nichts ist. Das glaube ich nämlich nicht. Moment. Da drüben ist was, sag ich doch. Und wie kommen wir da hin? Hier können wir auf jeden Fall schon mal Münzen abgreifen. Ich habe irgendwie Panik davor, mich hier ein bisschen zu tief treiben zu lassen, weil manchmal ist da ja was, aber es könnte sein, dass das der Tod für uns ist. Und auf den Tod hätte ich jetzt nicht Bock. Nicht wirklich zumindest. Oh ja, Münzen. Hauptsache Münzen hier. Ist das doch was? Eine Feuerblume? Ja gut, die können wir jetzt benutzen, weil ich habe den Flughörnchenanzug ja gar nicht mehr. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts. Kann mir das nicht vorstellen. Aber Moment. Nee. Oh, die Zeit wird schon wieder knapp. Was kann doch nicht sein, wo sind denn die Sternmünzen hin? Die sind alle weg. Alle weg. Aber die Gegner sind alle wieder da. So, gut, dann gehen wir hier mal in die grüne Röhre. Wo führt die uns jetzt hin? Aha, okay. Da oben ist die Sternmünze. Nee, sorry, aber die... Oh, ich komme nicht mehr zurück. Wie fies ist das denn? Kann man jetzt auch hier unten in die Röhre? Nee, kann man nicht. Die ist einfach nur dafür da, um... Oh. Gut, da wäre die Sternmünze gewesen. Ein bisschen besser umgucken, dann funktioniert das auch.
Und hier ist schon das Levelende. Okay. Uns fehlen 2 Sternmünzen. Die hole ich irgendwann. Versprochen. Vielleicht auch offscreen, weil 100% New Super Mario Bros. Ich weiß nicht. Ist nichts für mich. Also kein 100% Let's Play von einem 2D-Spiel. Das ist irgendwie nichts für mich. Dann doch eher sowas wie Super Mario Galaxy oder so. Da macht das auch Spaß. Gut, wir könnten theoretisch schon zum Turm. Das mache ich nicht. Meine Nase ist übrigens immer noch ein bisschen verstopft. Das tut mir echt leid. Und ich werd wahrscheinlich ab und zu mal so ein bisschen so... Das war jetzt extra eklig gemacht, aber so in der Art könnte es sich irgendwann mal anhören, ne? Hier gibt's eine Eisblume, die will ich nicht. Genau das meinte ich. Moment. Erstmal schön in die Nase Koks genommen. Yay! Hier sind Münzen. Cool. Einfach nur lange genug abwarten. Gut, ansonsten dreht sich hier... Kann man die auffressen? Das tut doch weh! Das tut doch echt weh, der hat gebrannt! Aber er hat ihn einfach aufgegessen. Da oben ist schon die erste Sternmünze, ich habe sie gesehen. So. Also dieser Yoshi hier ist echt praktisch. Ich wüsste nicht, wie man sonst hier hinkommen soll. So, die Röhre will ich... Nee. Nee, geht nicht. Friss die Piranha-Fla... Hat er tatsächlich. Okay. Wie komme ich da unten an die Münzen ran? Ach so. So einfach ist das also. Ein gelber Yoshi? ZR? Ach du, ich werde nicht. Man kann auf den Yoshi draufspringen. Cool, aber bisschen fies. So kann man das Licht zumindest wieder anmachen. Gut, den roten Yoshi lassen wir mal zurück. So fies das jetzt auch ist irgendwie. Ich schätze mal, es war noch nicht mal... Der frisst auch das Feuer. Ich schätze mal, es war noch nicht mal geplant, dass man den roten Yoshi so lange behält. Aber okay. Hätte man auch unten lang gehen können? Ja, unten lang ist bestimmt die Sternmünze eine zweite. Gehe ich stark davon aus. Die kann man... Stimmt, die kann man nicht fressen. Hier ist keine Sternmünze, okay. Dann habe ich mich geirrt. Naja, es ist blind, ich weiß es nicht. Sonst noch irgendwas? Hier, die Fahne? Das kann doch nicht sein, hier ist doch noch irgendwo... Aha! Aha! Ich muss die Yoshis mehr einsetzen, das stimmt. Stimmt, Yoshi frisst hier. Halleluja, Glück gehabt. So. Und? So, und jetzt mal ein bisschen Licht. Und hier sind nur Münzen. Und wir sollen nach oben. Moment, kann man eine von denen rühren hier? Das wäre ziemlich fies. So, nee. Schade. Ich bin übrigens mal gespannt, wann 3D Mario für die Wii U rauskommt. Das werde ich mir auf jeden Fall holen und das werde ich wahrscheinlich auch Let's Playen. Es wird auf jeden Fall geil, habe ich das Gefühl. Ey, hier gibt's einen Pilz. Oh, da ist so wieder so ein... okay, wie mache ich das? Wie mache ich das am schlausten? So. Und dann mampfe ich dich auf. Dann gucke ich, da ist nichts. Hier ist eine Röhre. An die ich nur rankomme, wenn ich Stampfattacke mache. Gut, Yoshi, sei mal kurz so lieb. Du sollst dich weg! Wow, habe ich den gerade umgekickt? Ich habe den gerade umgekickt. Ich bin fies, gebe ich zu. Dann ist hier eine Sternmünze. Okay. Mampfte up. Der hat so ein fettes Vieh gefressen. Ja, einfach hier rüber und dann... Das war die zweite. Okay. Wusste, das Level ist ganz schön lang. So, jetzt einfach mal gucken, wo hier... Hier sind 8 rote Münzen, okay. Oh nein, da unten liegen ja auch noch welche. Zählen muss man können. Und da gibt's wieder ein Leben. Also Leben haben wir auch bis jetzt keine Menge, hä? Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass wir die zum Schluss des Spiels echt brauchen werden. Eisblume will ich nicht. Kann man hier in die Röhren? Nein, kann man nicht. Au. Du Bastard. So, und hier kann man hoch... Wow, das hat ihn umgeworfen. Das hat ihn tatsächlich umgeworfen. Da konnte man hoch, aber hier geht das Level weiter, also schätze ich mal, dass hier oben eine Sternmünze ist. Einfach mal ausprobieren. Tja, das, wäre ja gelacht, ne? Wenn da keine wäre, dann hätte ich geweint und geheult und geschrien und sonst was.
Oh, die sind schon wieder hier, die Hammerbrüder. So. Jetzt können wir ja eigentlich das Level... Ach, hier ist schon das Levelende. Schätze ich mal. Im Hintergrund, diese Torte gefällt mir irgendwie und diese Steinköpfe. Also die Hintergründe, die haben sie richtig geil gemacht. Das ganze Spiel ist irgendwie geil. Ich bin echt zu schlecht, die Fahnenspitze zu erreichen. Oh yeah, Mario Time. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass im ersten Part, als ich das Let's Play gestartet habe, dass Mario gesagt hat, yay, Let's Play. Na, hat das nicht gepasst? Das hat perfekt gepasst in den Part. Ach ja. Gut, machen wir gleich den Turm nochmal. Trubel im Turm der bewegten Steine. Der bewegten Steine, das klingt gar nicht gut. Ach so. Da ist eine Sternmünze. Okay, so früh schon. Direkt am Start ist die Sternmünze. Okay, okay, okay. Ich sag nix. Es ist einfach so. Okay, also hier muss man scheinbar viel mit diesem Drehding spielen. So. Ja, deswegen wahrscheinlich auch im Turm der bewegten Steine, ne? So, Pickelkäfer, kann man die einfrieren? Die kann man tatsächlich einfrieren. Habe ich noch nie ausprobiert, weil man es bis jetzt noch nie ausprobieren konnte, glaube ich. So, hier ein bisschen. Geil! Man kann die, Autsch. Okay. Zweite Sternmünze, die holen wir uns. Das Autsch war jetzt im Sinne von Fuck. So. Perfekt. Wunderbar, so gefällt mir das. So muss das. So, dann kann man die hier hochheben und lalalala. Ein bisschen drehen. Wieso bleibt der Knochen trocken auf einer Stelle, wenn das passiert? Au. Ich bin voll da reingejumpt. Gibt's ansonsten noch irgendeinen Grund, wieso der Stein da so lang ist? Nö, scheinbar nicht. Hier kann man die Röhre erreichen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier... Aha! Gut, ich hatte jetzt irgendwie einen versteckten Ausgang gedacht, erhofft. Von unten gegenspringen funktioniert. Und hier ist eine Münze. Ah, okay. Kann man da so rum und dann könnte man da ja vielleicht rauf und dann vielleicht ist hier was? Nein, geht nicht. Und hier? Oh. Ich bin schon ziemlich neugierig, merkt ihr, ne? Ja, hier ist nix. Schade. So, jetzt ist Speed angesagt. Und mit Speed meine ich jetzt nicht die Droge. So, und hopp. Wunderbar. Ach, hier ist... Ach so. So, und dann... Hä? Sekunde, wenn ich die jetzt zurückschicke... Dann kann ich hier ganz einfach hoch. Aber ich will wissen, was... Stirb. Oh, ich bin echt zu schlecht für... Aha! Es war irgendwie klar. Irgendwie war es klar, dass das kommen musste. Gut, dann haben wir hier... Ein Pilz. Okay, haben wir ansonsten noch irgendwas? Man muss hier echt aufpassen. Irgendwie ist hier überall was versteckt. Lalalala. Hier? Nö. Nö, nö, nö. Okay, hier ist nichts. Ach ja. Eureka, ich kann fallen. So. Ach cool, da kommen Münzen auch noch raus. Gut, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen, damit wir die Pickelkäfer nicht abkriegen und dann hier hoch. Ich muss auch Ausschau halten wegen den Sternmünzen. Das ist, ein bisschen kompliziert. Oder kann man hier ganz einfach Wandsprung und dann hoch? Nee. Doch, kann man. Aha. Gut, aber was bringt mir das? Das ist doch kein Zufall hier, oder? Aha. Eine rote Röhre. Was man hier alles raus... Was ist das denn für Viecher? Okay. Au. Ach, da muss man mitarbeiten mit den Viechern. Wow. Moment, wir halten einen da drauf. Der rollt als erstes nach hier, der rollt da rüber und dann macht er hier kaputt. Da muss man echt ein bisschen nachdenken, das ist cool. So, hier rüber. Jetzt ist da kaputt, jetzt können wir da lang. Fast ohne Probleme. So, Sternmünze erhalten und jetzt... Au. Okay, jetzt haben wir alle drei Sternmünzen. Die war fies. Muss ich zugeben, die war... Schon etwas gemeiner, als ich dachte. Naja. Hauptsache, wir verrecken jetzt nicht. Das wäre nämlich, so ziemlich untoll. Unschön. Und so. So, ein bisschen Wandsprung. Oh Gott. Wir haben ja alle Sternmünzen, ne? Von daher... Gut, hier drehen wir... drehen wir auf und dann müssen wir hier hochspringen, bevor wir zerquetscht werden.
Oh, cool. Toll. Riesenknochen trocken. Die mag ich nicht. Ah, da ist ein Pilz. Ah, zumindest den haben wir. Das ist schon mal praktisch. Wieso kann ich gerade keine Stampfattacke ausführen? Jetzt geht's. Gut, ging irgendwie gerade nicht. Was übrigens cool ist an der Wii U, da man dieses Gamepad hat, kann man das Spiel auch spielen, während der Fernseher aus ist. Das wäre für euch ein bisschen doof, beziehungsweise ich spiele es ja auch gerade über Fernseher, nicht über Gamepad. Bin ich ganz ehrlich, ich habe gestern, also heute ist schon der 1. Dezember, ne? Frohe Weihnachten. Und, ach, jetzt kann er die Spin-Attacke. Ah, okay. Es gibt also immer was Neues zu entdecken. So, und noch einmal, dann ist er Matsch. Au. So, der ist Matsch. Gut, was wollte ich jetzt sagen? Heute ist der 1. Dezember, lalala. Und gestern war ja der 30. November, da habe ich die Wii U ja geholt. Und ich habe dann gestern Abend noch mal ein paar Levels, die wir schon im Let's Play gemacht haben, habe ich dann einfach noch mal so ein bisschen, habe mich ins Bett gelegt und dann noch ein bisschen mit dem Wii U Gamepad ein bisschen rumgedaddelt. Das macht Spaß, also das ist echt super. Da kann man nämlich schön im Bett liegen oder sich irgendwo anders hinsetzen und weiterzocken. Oh, schon wieder ein Cutscene. Darf ich mal anmerken, dass das gar nicht gut aussieht? Uhahaha. Speichern, jo. Wieso auch nicht? Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Wenn er euch gefallen hat, schreibt Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich sage Tschüss und bis dann irgendwann euer RNGLP in New Super Mario Bros. U. Bye.